Locker mit Docker. Heute der Nginx-Server mit einem RTMP-Modul für den Multistream auf Twitch, Xbox, YouTube. Alles gleichzeitig. Gut, fangen wir an. Ich habe auf GitHub einen Projektordner, Git-Repository, mit einem Docker-File, einer README und einer Nginx-Config. Das ist der Hauptkern. Hier wird quasi über Docker auf Ubuntu verschiedene Sachen installiert, die man braucht, um Nginx mit dem Modul zu installieren. So, dann wird sich hier der Nginx-Server geholt, dann wird sich hier das RTMP-Modul geholt, Ordner gebaut, dann wird hier ein Ordner erstellt, in dem zum Beispiel Videos gespeichert werden könnten. Den kann man auch lokal, wenn man auf dem lokalen PC Docker laufen lässt, mounten. Dann werden die Ports 80, 443 und 1395 freigegeben. Und dann wird das ganze Ding gestartet mit der entsprechenden Config. Gut, das ist das Docker-File. Wenn der durchgelaufen ist, läuft quasi in diesem kleinen Docker-Container ein Ubuntu 14 mit einem Nginx-Server und ein RTMP-Modul. Dazu gibt es dann noch die Config-Datei Nginx-Config. Hier wird quasi der RTMP-Server aufgesetzt und zwar hört er auf den Port 1935. Die Application heißt Multistream und Record steht auf Off und dann wird das Ganze gepusht und zwar auf den RTMP-Server, quasi von hier in dem Fall Livecoding TV oder halt auf Twitch, auf YouTube und auf Hitbox oder nur eins davon, was ihr wollt. Das wäre der wichtigste Teil, den ihr dann bearbeiten müsst. Auf Docker Hub. Hub.docker.com. Die Links und alles zum Repro und zum Docker Hub schreibe ich dann noch hin. Das hier ist ein Auto-Build Docker. Jedes Mal, wenn sich auf Git was verändert, wird hier ein neuer Container gebaut. Und den kann man dann einfach abrufen. Und das macht man dann, indem man quasi sagt, ich habe einen neuen Ordner gemacht, bei mir hier im Docker-Verzeichnis, der heißt Nginx und da liegt jetzt ein Docker-File drin, das ist das hier und da steht drin, dass ich einen neuen Container bauen möchte von diesem Hub-Projekt und ich kopiere nur eine neue Config da rein, damit in dem Git-Repository und so weiter das alles nicht öffentlich drin ist und man das einfach nutzen kann, habe ich das halt als Example da drin und dann nimmt man dieses File, schreibt sich ein neues, packt dann da seine RTMP-Server rein, auf den man streamen möchte. Ne, das habe ich auch hier gemacht. Ne, die beiden, das ist das Docker-File, das ist die Config. So, das heißt, dass wir jetzt von unserem Verzeichnis aus direkt in die, also wir gehen jetzt in die Konsole, gehen dann quasi in unser Verzeichnis e dev docker nginx RTMP. Sagen Docker Build minus T und wenn Namen festlegen können, Test unterstrich Nginx und dieses Verzeichnis an der Punkt. So, dann baut er das. Das hatte ich schon ganz oft gemacht, deswegen sieht man das. Deswegen ist das so schnell. Am Anfang dauert das ein bisschen länger, wenn er das alles runterziehen soll und installieren soll. Das okay. Er hat jetzt quasi von meinem Docker-Container, der immer aus dem Git-Repository gebaut wird, eine Kopie gezogen, hat da rein dann diese neue Config gelegt, meine Config, mit den von mir gesetzten Streams, auf die ich weiterschieben will. Und jetzt kann ich ihn starten. Dazu brauche ich den Befehl docker run, eigentlich minus d, damit das als Daemon im Hintergrund läuft, aber um zu zeigen, mache ich jetzt, um den wieder zu stoppen, mache ich IT, also Interactive und Terminal, glaube ich. Dann brauche ich den Port 80, der auf dem Container ist. Den mappe ich bei mir auf 8099, weil 80 ist, glaube ich, schon belegt, Skype oder irgendwas. Dann brauche ich den Port 443 für HTTPS, also 80 ist ja für HTTP, 443 ist für HTTPS, den lege ich auf 8443. Und dann brauche ich noch den RTMP-Port, das auf dem Container ist das die 1935 und da ich sonst auf meinem Rechner jetzt gerade nichts davon habe, ist das auch die 1935. Und der Name des Containers, den ich gerade gebaut habe. So, wenn ich jetzt hier auf Enter wieder drücke, passiert nichts. Liegt daran, weil der Container läuft und im Dock nichts passiert.
Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Selbstseite und hier steht Welcome to Nginx. Das ist der Port 8099. Das heißt, HTTP funktioniert. 8443 wird nicht funktionieren, weil da halt nichts drauf läuft. Habe ich ja in der Config nichts definiert. Auch nicht. Habe ich auch nicht gemappt und lokal habe ich den nicht. So. Jetzt habe ich hier mein Live-Dashboard YouTube, ich bin offline, mein Hitbox, ich bin offline, Twitch, ich bin offline. Jetzt habe ich hier ja quasi meinen neuen Open Source, Open Broadcast geöffnet, unter Einstellungen. Stream gebe ich jetzt an, RTMP, Localhost, Live. Und mein Schlüssel ist lokal, ist das egal, weil der wird nirgendwo geprüft oder sowas, das ist einfach Test. Alles klar, jetzt habe ich hier einen kleinen Text stehen, damit ich weiß, damit der die, oder die Leute, die das jetzt sehen, ne, sehen, wissen, hallo, da ist gerade nur ein Test. So, jetzt kann ich hier auf Streaming starten klicken und es sollte jetzt Folgendes passieren. Der Nginx läuft ja noch. So, wird gestartet auf YouTube, gehe ich gerade live. Inhalt werden empfangen auf Hitbox. Auf Hitbox. Auf Hitbox. Gehe ich gerade live. Und auf Twitch. Auf Twitch bin ich schon live. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Funktioniert. Ja, Qualität hervorragend. Und damit kann ich jetzt quasi streamen. Der Vorteil davon, warum das überhaupt interessant ist, nämlich ist der, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, dass ich mein Server ist komplett virtualisiert, da läuft nichts ohne einen Docker-Container drauf, außer Docker selbst. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier hingehen und sagen, dazu muss ich den jetzt einmal kurz pushen. Zack, dann machen wir das mal eben. Das ist eine Erweiterung des Tutorials. Jetzt habe ich den Docker-Container quasi gebaut und kann den benutzen und ich bin live gewesen, jetzt bin ich wieder offline. Müsste der hier gleich rumschreien, dass er keinen Server mehr hat. So. Jetzt baue ich das ganze Ding nochmal und nenne das aber jetzt Müller MH. Jetzt mache ich einen Docker Push. Achso, jetzt muss ich noch den Namen da wieder eingeben. Das heißt, ich push jetzt diesen Container, den ich jetzt gerade gebaut habe. So, nachdem er das fertig gepusht hat, kann ich jetzt auf meinen Docker Hub Container gehen. Und dann sehe ich, hier ist er schon. Ich habe ihn schon aufgemacht. Man sieht hier auch nichts an Docker-Files oder sowas, weil es kein Docker-File ist. Es ist tatsächlich nur der Container, der jetzt gerade da liegt. Jetzt kann ich auf meinen Ranger gehen und sagen hier unter Playground Add Service Nginx RTMP. Richtig, dann das Portzeug 35 und der soll auch auf die 1935 gehen. Great. So. Jetzt wird er hier wieder zusammengezogen und ist aktiv. Das heißt, ich kann jetzt sagen, also ich habe, das ist jetzt mein Root-Server, der im gehostet ist im Internet. Ne? Ich streame jetzt quasi einfach nur auf meinen Docker-Container im Internet, wie ich das sonst auch bei Twitch oder Hitbox oder YouTube machen würde. Und der kümmert sich darum, dass das verteilt wird auf alle anderen. So dass ich quasi meine Leitung mit einem einfachen kleinen Stream beglücke und der Rest dann gestreut wird. Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob das auch funktioniert, indem ich jetzt hier wieder mein OBS aufmache. Einstellungen, Stream ist jetzt nicht mehr Localhost, sondern ist jetzt meine Domain CrankTubeTV und anwenden, Stream starten, er sendet. Jetzt kann ich hier wieder durchklicken und hoffen, wird gestartet, wird gestartet, wird gestartet. Und ich streame jetzt nur an eine Stelle und versorge alle Netzwerke mit meinem Stream. Ja, das war's heute von Locker mit Docker und der Onkel zockt. Schaut meine Videos an, abonniert mich, lasst Kommentare da. Ich möchte eine ganze Serie Locker mit Docker machen. Ich habe schon das ist jetzt mein erstes Video zu dem Thema. Ich werde noch ein paar Videos zu den Grundthemen von Docker machen, damit das auch jeder benutzen kann. Dann werde ich, dann habe ich einen Mail-Server schon als Docker-Container, den ich vorbereitet. Dann klar, einen Minecraft-Server, das ist so ein Standardbeispiel, den werde ich auch noch als Video produzieren. Und ansonsten könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben, welche Themen euch interessieren, was ihr gerne als Docker-Container laufen haben wollt und wie man das am besten macht. Also, bis dann!